Mittlerweile ist genau mit diesem heutigen Tag ist Evan Gershkovich 120 Tage in Untersuchungshaft in Moskau. Und der Fall, der anfangs noch sehr präsent in den Medien war, ist jetzt schon ein bisschen weniger präsent und nicht mehr ganz auf den ersten Seiten. Und das ist natürlich was, was wir als Reporter ohne Grenzen, was nicht in unserem Interesse ist. Wir wollen nicht, dass der Fall vergessen wird und deshalb wollen wir heute darüber reden, wie der Stand im Fall Evan Gershkovich ist und was man tun kann, um ihn zu unterstützen. Dafür haben wir uns als Studiogast eingeladen, Bojan Panchevski vom Wall Street Journal, das ist der Deutschlandkorrespondent. Genau, und ist ein direkter Kollege von Evan und darüber wollen wir reden. Ich hoffe, dass sich jetzt langsam bei uns im Chat alle eingefunden haben und möchte auch dazu ermutigen, Fragen zu stellen. Wir werden die dann hier nach Möglichkeit aufgreifen. Ja, Bojan, du bist Kollege von Evan. Du bist in Kontakt mit der Familie, soweit ich weiß. Wie geht es dir nach diesen 120 langen Tagen in Untersuchungshaft? Erstmal vielen Dank, dass du das machst, dass ihr das macht, dass ich hier sein darf und deine Fragen beantworten darf. Das ist uns sehr wichtig, dass darüber gesprochen wird, dass die Menschen mehr und mehr darüber wissen, was da hier passiert mit Evan, was eigentlich passiert ist und dass er bald freikommen muss. Ihm geht es den Umständen entsprechend gut, obwohl er schon, wie du sagst, 120 Tage im Knast. Das ist ein sehr harter Knast, FSB-Gefängnis Lefortowo in Moskau. Also der hat so eine kleine Zelle dort, die er teilen muss mit einem Mithäftling. Der darf einmal pro Tag, glaube ich, raus an die frische Luft. Der darf Bücher lesen und liest ja auch Bücher. Der darf Briefe empfangen und schreiben. Das tut er auch. Wir haben auf unserer Webseite so eine Maske gemacht, wo jeder ihm einen Brief schreiben kann. Der will, ich würde alle ermuntern, die sie das wollen. Sie können sich an Evan wenden. WSJ.com ist unsere Webseite und gleich da oben ist so ein Button, Letters to Evan. Da kann man ihm direkt schreiben. Der bekommt die Post und antwortet nach Möglichkeit natürlich. Die Familie hat ihn kurz sehen dürfen. Wir haben sie nach Moskau geflogen. Da gab es so eine Anhörung vor circa einem Monat, glaube ich. Und da zum ersten Mal nach der Verhaftung dürfte sie ihn quasi live sehen. Der stand so in diesem Glaskäfig. Das wird auch Aquarium genannt. In Russland ist das gang und gäbe, dass das Beschuldigte da so im Gefängnis, im Gerichtssaal so präsentiert werden. Sie sind für ein paar Minuten nah getreten an dem Aquarium und dürften mit ihm kurz sprechen. Die Mutter hat gemeint, das war ungeheuer wichtig für sie, für die Das war ganze der erste Familie. Kontakt. Das war der allererste sozusagen verbale, direkte Kontakt. Dafür hatten sie ihm Briefe geschrieben. Sie hat gescherzt, sie meinte, sie hat ihm in einem Brief geschrieben: Jetzt hast du überhaupt keine Wahl, müsst du die ganze Zeit von mir was hören und sich anhören, was ich hier denke und meine. Die Lage ist schlimm, natürlich, man kann das nicht anders darstellen. Also, man sieht ab und zu, erscheint er im Gerichtssaal, ich glaube bisher dreimal. Und jedes Mal sieht er ein bisschen schlimmer aus, meines Erachtens nach. Also der hat so diese dunklen Augen, dunklen Ringen unter den Augen, die werden immer tiefer. Ja, es ist keine leichte, natürlich, Situation für ihn und für uns alle und vor allem für die Familie. Du sagst, er war jetzt schon dreimal im Gerichtssaal. Ende August läuft ja auch die schon mehrmals verlängerte Untersuchungshaft jetzt erstmal aus. Wie ist denn der Stand im Prozess? Wie geht es jetzt erstmal weiter? Das ist wirklich schwer zu sagen, weil das ist so ein sozusagen ein Geheimdienstprozess, das ist ein FSB-Gericht und der sitzt im FSB-Gefängnis und FSB ist der Nationale Sicherheitsdienst Russlands, das ist der Nachfolger von KGB. Und sie dürfen so einiges. Also man darf hier nicht wirklich an den Rechtsstaat zahlen, glaube ich. Also die haben zweimal bisher verlängern können. Die Untersuchungshaft, die können das auch weiter so machen.
Und wenn es einmal der Prozess zustande kommt, natürlich, das kann ja auch sehr lange dauern. Also das letzte Mal, wo ein Amerikaner der Spionage beschuldigt wurde, dauerte das 15 Monate bis zur vom Verhaftung oder vom Anfang des Prozesses bis zur Verurteilung. Und man muss auch im Klaren sein, diese Prozesse enden immer mit einer Verurteilung. Also bisher ist es nicht passiert, dass jemand freigesprochen wurde. Habt ihr ungefähr eine zeitliche Erwartung, auf die ihr euch einstellt? Es ist wirklich schwer zu sagen. Wir hoffen natürlich, dass das bald zu Ende kommt. Aber wie gesagt, das letzte Mal hat es 15 Monate gedauert. Und so, das ist sozusagen der Rahmen, in dem wir uns bewegen mental. Aber wir werden natürlich sehen, es kann ja auch, Experten haben gemeint, zwischen 10 Monate und 2 Jahre kann das schon dauern. Also da muss man sich einstellen. Der Kreml hat ja auch relativ früh in dem Verfahren gesagt, dass das denkbar ist, dass es hier einen Austausch geben kann von Gefangenen. Mhm. Aber im Falle einer Verurteilung, wie ist da der Stand? Also das scheint eine Möglichkeit zu sein, Evan frei zu bekommen, weil es ist kaum zu hoffen, dass er freigesprochen wird, wie erklärt. Das Gute daran ist, dass Präsident Joe Biden hat persönlich gesagt, vor kurzem, vor 2 Wochen hat er gesagt, dass er so eine Option ernst nimmt. Der meinte, ein Gefangenenaustausch ist für uns eine Option. Wir nehmen das sehr ernst. Wir arbeiten an dem Fall. Wir würden alles machen, dass er freikommt. Bisher meines Wissens haben die Russen keine Förderung gestellt. Wir wissen nicht ganz genau, was die eigentlich wollen, was sie wollen würden, damit er freikommt. Wen wollen sie tauschen quasi? Aber was wir wissen, mehr oder minder sicher, ist, dass eine Währung zum Tausch ist. Das ist eine Verhandlungsmasse und es hoffentlich kommt es schneller eher dazu, dass er freikommt durch so einen Austausch. Aber wie das zustande kommt, wenn sie haben freikriegen wollen, ist schwer zu sagen. Das letzte Mal, wo sowas passiert ist, das war letztes Jahr, 2022. Eine bekannte amerikanische Basketballspielerin, Griner, ist verhaftet worden. Verurteilt worden und die ist dann ausgetauscht worden für einen berüchtigten Waffenhandler und Kriminellen, der im amerikanischen Gefängnis saß, Victor Boot. Ist ein echter Krimineller natürlich gewesen, die ist eine unschuldige Basketballspielerin. Aber man sieht halt, das ist so ein Modell, wonach vielleicht auch hier gehandelt wird. Gerade im Fall Griner war ja damals auch, gab es Berichte, dass von russischer Seite es auch viele ausgestreckt wurden, den Tiergartenmörder, der in Deutschland einsitzt, den eventuell auszutauschen, kam jetzt auch in diesem Zusammenhang mit Gershkovich. War davon zu hören? Weißt du dazu mehr? Also eigentlich, das kommt immer wieder, der Name diesen Menschen. Der heißt Vadim Krasikov, der sitzt im Gefängnis wegen Mord in Deutschland. Offiziell bis dato gibt es keine Meldung von den Russen, also wir können nur spekulieren, ob der ein Teil eines Deals sein wird, werden wir noch sehen. Ausgeschlossen ist das natürlich nicht, man kann das nicht ausschließen. Und wie gesagt, es ist immer eher so, dass die Russen einen echten Verbrecher, Spionen, Waffenhändler, Mörder verlangen, wenn sie einen amerikanischen Staatsbürger im Gefängnis sitzen haben. Also insofern ist das natürlich eine Möglichkeit, aber wir wissen noch nicht, ob die Russen das wollen und was sie eigentlich wollen und ob da was sich bewegt. Wie könnt ihr als Wall Street Journal Ivan Gershkovich unterstützen im Gefängnis? Ich weiß, am Anfang habt ihr einen Anwalt ihm besorgt. Mhm. Ihr habt diese, wie du eingangs erwähnt hast, dieses Postfach eingerichtet, in dem er ihm schreiben kann. Was macht ihr sonst so? Also wir kümmern uns um die Familie, also das ist eine extrem schwierige Zeit für sie. Wir unterstützen sie finanziell und mit allen möglichen Dingen. Wir haben ein Team von Anwälten in Russland beauftragt mit dem Fall. Die Anwälte dürfen ihn ab und zu besuchen, leider nicht regelmäßig. Also die Botschafterin dürfte ihn, glaube ich, bisher nur einmal besuchen, das ist auch nicht in Ordnung. Es gibt die Anwälte, das weiß ich leider nicht, aber ein paar Mal schon. Ja. Also das war schon ein bisschen besser als der konsulare Besuch.
aber nach den internationalen Normen, die und Russland ist auch ein Teil davon, dürfte so ein Häftling schon sehr regelmäßig, sehr oft konsularische Besuche bekommen und auch Besuche von dem Anwalt. Aber weil das so ein Fall ist, die haben das erklärt für eine Spionageaffäre, die lassen das nicht zu. Das ist nicht rechtens. Die Amerikaner haben sich beschwert, die Botschafterin hat sich beschwert, das Außenministerium hat sich beschwert, sogar der Präsident hat sich beschwert. Aber wir werden sehen, inwiefern werden die Russen da ein bisschen zuvorkommen, sozusagen. Die Festnahme und dann Inhaftierung von Evan hatte ja eigentlich auch eine historische Dimension. Es war der erste US-Korrespondent und auch ausländische Korrespondent, der seit Ende des Kalten Krieges in Russland wegen Spionage inhaftiert wurde. Was hat denn das für Folgen für die Berichterstattung aus Russland von Russland-Korrespondenten? Ja, natürlich war das sehr schlimm. Also der erste solche Fall von einem amerikanischen Journalisten, der verhaftet wurde, geschieht, glaube ich, Anfang der 80er Jahre, am Höhepunkt des Kalten Krieges eigentlich. Also das zeigt, wie schlimm die Lage ist, was für Auswirkungen hat. Also das hat verheerende Auswirkungen für die Berichterstattung, für uns. Wir haben keinen mehr in Moskau, wir können keinen mehr in Russland. Am Tag der Verhaftung haben wir die Bürochefin Ann Simmons aufgefordert, das Land zu verlassen, weil die Zeitung hatte natürlich Angst, dass noch jemand verhaftet werden könnte. Und derweil schicken wir natürlich keinen anderen Journalisten nach Russland, eben weil wir Angst haben, wenn das Evan passiert ist, das kann jedem passieren. Das heißt, wie macht ihr die Berichterstattung über Russland jetzt und von wo? Es ist sehr schwierig. Also wir machen das aus dem Ausland, aus dem Westen. Wir haben unsere Quelle dort. Wir können natürlich telefonisch, heutzutage kann man elektronisch, telefonisch, digital kommunizieren mit Menschen. Es gibt natürlich auch Telegram und so weiter und so fort, aber das ist ja natürlich kein Ersatz für dort präsent zu sein, wie das Evan eben gemacht hat. Ja, der war auf einer Recherchereise verhaftet worden. Der hat die ganze Zeit gereist durch Russland, quer durch Russland. Also das haben wir jetzt nicht und das werden wir auch nicht haben können. Aber auch andere Kollegen von anderen großen amerikanischen Medien haben ihre Journalisten zurückgezogen, also New York Times, Washington Post, deren Büros, deren Moskau-Büros sitzen jetzt in Berlin tatsächlich. Im Unterschied zu uns schicken sie ab und zu einzelne Journalisten hin nach Moskau zu Pressekonferenzen oder Interviews und so weiter. Wir machen das nicht eben. Aus Sicherheitsgründen. Aus Sicherheitsgründen. Und die Frage ist natürlich, wie lange das gehen kann, weil ob die russische Regierung noch einen Journalisten sich schnappt, vielleicht einen Deutschen, wenn sie einen Mann haben, sitzen im deutschen Gefängnis, vielleicht ist ja für sie eine Option, einen Deutschen zu kidnappieren. Das hältst du für eine reale Option? Ja, viele Experten haben mir das gesagt. Sie haben gemeint, irgendwann mal kommt hier, also die agieren ja nach Interessen. Und ich habe ein bisschen recherchiert da über diese Geiseldiplomatie und ein paar hochrangige westliche Offiziellen haben mir gesagt, das ist eben wie mit der Mafia zu verhandeln. Also die Regeln sind mehr oder minder gleich. Du sagst, die reale Gefahr besteht, dass da auch ein deutscher Korrespondent festgenommen wird. Was würdest du in den deutschen Redaktion empfehlen? Was soll man da machen? Also ich kann daher natürlich keine Empfehlungen machen. Die kennen sich sehr gut aus. Das sind erfahrene Kollegen. Ich glaube, das Auswärtige Amt hat deutsche Journalisten gebrieft über die Gefahren. Die sind ja bewusst. Die halten sich an gewisse... Ich glaube, die agieren nicht mehr so frei wie früher. Aber hier muss seine Entscheidung treffen natürlich. Ja. Also jetzt im Nachhinein erscheint uns sehr mutig zu sein, was der Evan gemacht hat, also durch Russland reisen zu dürfen und berichten zu wollen. Also im Nachhinein erscheint das irgendwie sehr, sehr mutig. Damals schien das normal zu sein. Ja. Also die Grenze des Normalen verschiebt sich und jeder muss für sich entscheiden. Also unsere Entscheidung natürlich wird diktiert von der Lage, die wir intern haben mit unserem Mann, der ja dort verhaftet wurde. Wir haben hier schon die erste Frage von einem User, der fragt, inwiefern der Ukraine-Krieg, der die ganze Zeit parallel läuft und wo auch kein Ende absehbar ist, inwiefern der den ganzen Prozess erschwert.
Das ist schwer zu sagen. Also Experten meinen, dass die Russen haben einen Zweck mit dieser Entführung, mit dieser Verhaftung, mit diesem Prozess. Die wollen am Ende höchstwahrscheinlich einen Austausch bewirken. Wenn das so ist, dann wahrscheinlich macht das keinen Unterschied wirklich, was wir da sagen oder machen. Aber es ist natürlich schwer zu sagen. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Obwohl, man muss ja auch schon sagen, dass aus dem Auswärtigen Amt Russlands eine Nachricht kam in der Öffentlichkeit, dass der Wall Street Journal besser aufpassen soll, wie die Zeitung berichtet, damit die Lage nicht noch schlimmer wird. Das haben wir als eine klare Drohung wahrgenommen, aber wir lassen uns natürlich nicht einschüchtern. Das beeinflusst eure Berichterstattung soweit nicht? Sicherlich nicht, bis auf der Tatsache, dass wir keinen mehr in Russland haben. Ja. In Deutschland, in Frankreich und auch anderen Ländern gab es auch offene Briefe zur Unterstützung von Evan. Wir als Reporter ohne Grenzen, wir fordern auch, dass die UN sich direkt einsetzt. Trotzdem ist das Thema so medial ein bisschen aus dem Fokus geraten, würde ich sagen. Was denkst du, wie wichtig ist weiter öffentliche Aufmerksamkeit? Also ich kann das gut verstehen, nach 4 Monaten fast, also so ist es mal mit den Medien, so ist es mal mit Medienkonsum. Einem wird ein Thema wahrscheinlich langweilig als Medienkonsument. Aber wir müssen da wirklich an die Geschichte dranbleiben, weil es ist ungeheuer wichtig, dass das präsent bleibt in den Köpfen von Menschen, in den Medien, dass die UNO davon spricht. Natürlich, Russland sitzt ja im Sicherheitsrat der UNO, das ist der oberste Gremium von der Organisation, das ist ja nicht alles einfach, aber da muss gesprochen werden, der Zugang muss gewährt werden zu ihm, also die Botschafterin wird ihn besuchen werden müssen, diese Rechte, die er hat, müssen ja ermöglicht werden und so weiter, also das muss ein bisschen fairer zugehen. Und je mehr medial ein Druck auf Russland ausgeübt wird, desto mehr hoffen wir, dass die Russen sich besinnen in der Sache. Weil zum Beispiel, du hast ja richtig gesagt, es gab ja viele Petitionen hier in Deutschland auch. Das war wirklich enorm hilfreich für uns, haben wir uns sehr gefreut. Da haben Medienschaffende vom ganzen politischen Spektrum sozusagen sind zusammengekommen und diesen Brief unterschrieben haben sie an den russischen Botschafter in Deutschland. Und wie wichtig das ihm war, hat sich sofort gezeigt, weil der hat keine 24 Stunden später geantwortet mit einem Gegenbrief auf seiner Webseite und hat irgendwelche abstruse Vergleiche gestellt über Medienfreiheit in Deutschland und so weiter. Aber man sieht, dass das wichtig ist, dass das irgendwie ins Schwarze getroffen hat. Und dass wir hoffen, dass das weitergeht, dass die Menschen weiterhin Interesse haben, über Medienfreiheit zu sprechen, über den Fall von Evan Gershkovich medial zu berichten. Gibt es da bestimmte Formate, die man noch ausprobieren könnte, um Aufmerksamkeit zu erreichen für Evan? Sicherlich, vor allem, wenn das so lange dauern wird. Wir hoffen nicht natürlich, dass es lange dauern wird, aber wir befürchten, dass es lange dauern werden könnte. Da muss man alles machen, Veranstaltungen, Sportveranstaltungen, Kunstveranstaltungen, irgendwelche Events vielleicht, überall kann man über den Fall sprechen. Das betrifft uns alle, Medienfreiheit betrifft uns alle, jedes Segment der Gesellschaft ist davon betroffen und vor allem in dieser Zeit, wo der Krieg tobt in Ukraine. Also es ist wirklich wichtig, über Russland berichten zu können und jetzt die Berichterstattung ist natürlich nicht mehr so vorhanden wie früher, weil die Menschen, die Journalisten sind eingeschüchtert, wenn sie sehen, dass ein Kollege verhaftet wird, weil er nach Jekaterinburg fährt zum Beispiel, dann fahren sie eben nicht mehr dahin oder sonst wohin. Also ich glaube, es ist ungeheuer wichtig, darüber zu sprechen und öffentlicher Druck zu machen. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie der Fall im Westen, in Europa wahrgenommen wird, in Amerika, wie internationale Organisationen darauf reagiert haben. Weißt du was dazu, wie das in Russland wahrgenommen wird und vor allen Dingen unter russischen Journalisten? Also, weißt du, Russland hat die Medien unter Kontrolle, das muss man erst sagen. Also jetzt, es ist schwierig, unabhängig zu berichten aus Russland. Die unabhängigen Medien sind längst weg, also physisch weg aus Russland. Also Novaya Gazeta zum Beispiel oder Medusa, Mediazone, die sind alle entweder nach Osteuropa, nach Westeuropa umgezogen worden, damit sie sich selbst retten von so einem Schicksal,
jetzt eben Evan widerfahren ist. Privat geben die uns Unterstützung, viele. Öffentlich halten sie sich zurück natürlich. Also es ist schwierig und natürlich es gibt viele, die die öffentliche Version, dass er quasi Spion gewesen ist, abkaufen. Das ist abstrus und lächerlich, aber so ist es mal. Man muss auch sagen, dass der Pressesprecher des Kremlins, Dmitri Peskow, schon am ersten oder zweiten Tag nach der Verhaftung ihn quasi für schuldig erklärt hat. Und da sieht man, dass die so mit Absicht halt handeln. Der hat ja nicht dem Gericht oder den Staatsanwalt überlassen, irgendwie Schuld festzustellen, sondern hat er irgendwie angekündigt, er sei einfach schuldig gewesen. Aber es gibt ja beispielsweise auch eine sehr aktive und lebendige Exil-Community von Exil-Journalisten, russischen in Deutschland, ja, absolut, in, ja. Beispielsweise in Lettland. Gibt es da organisierte Reaktionen? Gibt es da sowas? Die haben alle so Äquivalente wie ein Brief? Jetzt weiß ich nicht, ob die Petitionen oder Briefe geschrieben haben, aber die haben schon sehr, sehr ausführlich berichtet und da sind wir auch dankbar. Ich weiß nicht jetzt in Details, inwiefern die da agiert haben mit anderen Mitteln, aber journalistisch haben sie schon sehr beigetragen, dass die Geschichte nicht in Vergessenheit gerät. Ich würde gerne nochmal ermutigen, unsere User, wenn Fragen sind, gerne stellen. Wir greifen die gerne auf. Bisher sehe ich leider noch nichts. Die Frage ist, wie geht es jetzt erstmal weiter? Was denkt ihr als Zeitung? Also wir bleiben dran natürlich. Wir werden die Familie unterstützen. Wir werden Evan unterstützen. Wir verlangen immer wieder Zugang zu ihm. Wir haben unsere rechtliche Beihilfe in Moskau. Also was das bringt, werden wir natürlich sehen. Wir hoffen, dass der Prozess bald anfangen wird und bald zu Ende geführt wird. Wie gesagt, man erwartet nicht unbedingt, dass er freigesprochen wird, weil das ist bisher eigentlich nicht passiert bei so einem Fall. Aber zumindest nach dem Ende des Prozesses kann man erwarten, dass dieser Austausch zustande kommt. Und wir hoffen, dass die amerikanische Regierung das wirklich ernst nimmt und schnell handelt, damit er freikommt. Ein Austausch wäre natürlich in diesem individuellen Fall für Evan gut, aber wäre das nicht auch ein fatales Zeichen letztendlich für den Auslandsjournalismus in Russland, dass er dann eigentlich immer auf kurz davor steht? Ja, leider ist das so ein Dilemma. Für uns ist das am allerwichtigsten, dass er freikommt natürlich und dass er ausgetauscht wird, wenn das eben die Bedingung ist, dass er freikommt. Inwiefern ist das eine gute Sache für die Zukunft aller Journalisten oder westliche Staatsbürger, die sich in Russland aufhalten? Es ist natürlich ein Fragezeichen. Also letztes Jahr, wie gesagt, das hat ja gut geklappt für die Russen. Die haben Viktor But rausgekriegt, diesen verurteilten Verbrecher, diesen Menschen, der ist quasi durch seine Waffen sind viele zu Tode gekommen. Also der ist so ein schlimmer Fall gewesen, dass sogar Hollywood-Filme gedreht wurden über ihn. Und jetzt ist er mal frei. Also das ist natürlich das Dilemma, ob man mit Geiselnahme, in so einem Fall von Geiselnahme mit den Geiselnehmer verhandelt oder nicht. Aber in dem Fall wollen wir, dass es verhandelt wird. Wir wollen, dass er freikommt. Aber wenn ein Staat weiterhin so agiert, ist es natürlich, irgendwann mal fragt sich man als westlicher Staatsbürger, ob man überhaupt dahin fahren soll. Da werden wir schon sehen, was in der Zukunft passiert und welche anderen Staatsbürger dann auch vielleicht verhaftet werden unter ähnlichen Vorwänden, wenn irgendwann mal Russland etwas aus Deutschland will oder aus Frankreich oder sonst wo. Ist es natürlich anzunehmen, dass es bis einmal, zweimal, dreimal geklappt hat. Es wird auch viermal klappen und es ist mal so. Wir haben jetzt noch eine Frage von unseren Usern. Als Evan gerade festgenommen wurde, gab es ja wirklich einen medialen Aufschrei der Empörung. Es gab diesen Hashtag FreeEvan und weiter sowas wurde geteilt. Es gab Petitionen. Wie schätzt du das ein? Erreicht Social Media, kann das Druck aufbauen in solchen autoritären Ländern wie Russland?
Also ich persönlich glaube nicht, dass das in Russland was bewirken kann oder das überhaupt wahrgenommen wird, weil man braucht ein VPN, um in Russland überhaupt gewisse soziale Medien zu verfolgen zu können. Aber insgesamt bringt das was, weil da bleibt die Geschichte lebendig, da bleibt die Geschichte vor den Augen der Menschen und das ist uns wichtig. Wir machen jede Woche, jedes Monat diverse sozialen Medienkampagnen. Und das erreicht vor allem jüngere Leute, das erreicht Journalisten, das erreicht Medienmenschen, Politiker und so weiter. Also das ist schon wichtig. Es ist natürlich ein kleiner Teil von dem, was man machen kann. Und man kann ja insgesamt nicht viel machen bei so einem Fall. Der ist ja in Gewalt der Russischen Föderation. Aber alles, was wir machen können, machen wir. Und das können wir machen und das müssen wir machen. Ja, soweit der Stand. Schwierig alles insgesamt, aber nicht hoffnungslos, würde ich sagen. Ich denke, das ist dann auch unser Schlusswort, mit dem wir rausgehen. Ich freue mich, dass du hier warst. Und ja, vielen Dank dir. Hoffe, alles Gute für Evan weiter. Danke dir. Danke dir.